Hallo zusammen und willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um Phantasm 5 Ravager. Und los geht's nach dem Intro. Und hier haben wir Phantasm Ravager, also Phantasm 5, das böse 5. Machen wir gleich auf. Upp. Und auch hier. Oh nein, hier ist es auf dem Mediabook draufgeklebt. Spüre ich aber draufgeklebt. Also ein bisschen mit dem Föhn dran. Und dann kann man das bestimmt gut abziehen. Ja, wie sich das alles hier so ändert. Gell? So. Aber das ist auch. Nee, auch Koch Media. 86 Minuten dauert das Ganze, also wie Koch Media sich da so ändert, ja, immer draufgeklebt auf die Folie und hier jetzt aufs Mediabook. Warum? Ja. Frag mich nicht. So, dann haben wir hier die Blu-ray und hinten haben wir dann die DVD. Und die Bonus-Disc und hier haben sie wieder die alten Halterungen reingemacht. Bei Teil 4 haben sie es kapiert, bei Teil 5 haben sie es wieder schlechter gemacht. Verstehe es, wer will. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. So, egal. Gehen wir es durch. Die Wiederkehr, das fünfte Buch des Bösen. Zurück in die Zukunft. Brain Damage. Der Film soll ja nicht so gut sein, aber ich. Oh, das gefällt mir. Immer sehr minimalistisch, das liebe ich. Soll ja nicht so gut sein, aber ich lasse mich da mal ja, überraschen. Vielleicht ist er ja doch ganz gut. Phantasm Ravager oder das böse 5 hier von 2016. Ja, um was geht's? Also Reggie ist wieder auf der Jagd nach dem Tallman. Und jetzt wird es aber ein bisschen ganz abstrus, denn lebt er im Altersheim oder ist er im Kampf gegen den Tallman und seine ganzen Herrscharen von kleinen Zwergen? Ist alles nur ein Traum? Was ist ein Traum? Oder ist es doch die Realität? Oder spinnt er nur alles vor sich hin? Denn könnte auch sein, dass er Alzheimer hat oder sonst was. Ja, also hier wird alles hin und her geschmissen. Ganz, ganz abstrus. Ja, Mike kommt auch wieder vor. Und Mike kämpft auch gegen den Tallman. Aber kämpft er gegen den Tallman oder ist er nur, versucht er nur Reggie zu helfen, seine Krankheit im Altersheim zu bekämpfen und sowas. Ganz, ganz komisch. Der Film, also Don Coscarelli hat diesmal produziert und das Drehbuch geschrieben, aber zum ersten Mal hat er hier keine Regie geführt. Das hat David Hartmann gemacht. Und ja, es hieß ja schon immer, dass der schlechteste ist. Ich weiß nicht, ob er oder der vierte der schlechteste ist, aber somit wirklich einer, den man eigentlich nicht sehen muss. Aber er bringt halt das Finale herbei. Könnte man noch einen sechsten drehen? Ich würde es lieber lassen. Ja. Er ist voll gepackt mit CGI-Effekten und zwar mit schlechten CGI-Effekten. Also das ist...
Man merkt, es spielen alle Schauspieler wieder mit, ja, die man mal irgendwie gesehen hat. Deshalb ist wieder super der Cast. Also, dass die Leute wieder mitspielen, finde ich sehr schön, aber ist nicht mehr so spannend, ja. Es geht als hin und her, das war ja im vierten auch schon so, wo als hin und her gesprungen wurde, da kommt man gar nicht mehr so ganz mit, was ist denn jetzt Sache oder sowas. Also, ja. Und wirklich die CGI-Effekte, ehrlich. Also, wenn da ein Auto um die Ecke fährt und man das animieren muss, weiß ich auch nicht. ja, hier steht ja schon das große Finale der berühmten Phantasm, das böse Saga. Also wird zu Ende sein. Ja, die Leute sind ja auch schon gealtert. Man merkt es ja von 79 bis 2016. Ja, ja ich zum Abschluss zu sagen, ja, muss man sie alle gesehen haben? Nee, nee. Ja, wenn man sie mal alle sehen will, so wie ich. Ja, also ich bin froh, dass ich sie mal gesehen habe, dass ich mein eigenes Bild machen konnte. Aber im Endeffekt, wenn ich mir jetzt mal das Böse betrachte, 1 bis 3, die waren, der erste war super, ja, 2 bis 2 und 3 waren noch gut und 4 und 5 kann man eigentlich vergessen. Aber wenn ich mir wieder mal Phantasm anschauen sollte, würde ich mir eigentlich nur noch den ersten angucken, weil der macht eigentlich am meisten Spaß, ja. Aber der hier war nix, ja. Aber nun alle in der Sammlung, bin ich froh drum, sehr schön, ja. Und auch hier war ja der FSK-Sticker aufgeklebt, ja. Der Film ist ja ab 16, ja, noch zu erwähnen. Und ich habe schon gemerkt, ich habe dran rumgemacht, oh, das wird nix. Dann habe ich ihn jetzt schön mit dem Föhn. Naja, und man merkt, dass der die VÖ ist auch von, die VÖ ist von 17. Ja. Sind ja jetzt 3 Jahre her. Ja. Und der klebt hier 3 Jahre drauf. Das hat man gemerkt, also auch mit dem Föhn. Ging nicht richtig runter und jetzt ist hier der ganze Kleberest. Ich muss mal gucken, wie ich den noch abkriege. Das klebt halt, der war richtig hartnäckig. Also hätte ich den ohne Föhn abgezogen, wäre wahrscheinlich das Cover hier komplett im Arsch gewesen. Und so, wenn ich hier so gerade drauf gucke, sieht man es nicht, aber so ein bisschen ins Licht und ich mir über die scheiß Klebereste. Ja, dann war es das auch von mir wieder. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Jetzt sind wir alle Filme durchgegangen. Und schreibt mal in die Kommentare, wie euch die Filme gefallen. Sind sie gut, sind sie schlecht? Welche Teile mögt ihr, welche nicht? Schreibt es einfach in die Kommentare. Und ja, vor allem zu diesem jetzt mal. Vielleicht gibt es ja auch ein paar Liebhaber davon. So, dann würde ich sagen. Macht's gut, wir sehen uns, euer Timo.